Hallo und willkommen zu einer Mini-Let's-Play-Serie. Während der verbleibenden Formel 1 Winterpause werde ich Formel 1 2023 spielen, und zwar im Grand Prix-Modus. Die Episode hier, beziehungsweise das ist eigentlich nur ein Video, das vorbereitet auf die Episode, dient nur dazu, die Anpassung vorzunehmen. Das heißt, es wird ungefähr 5 Minuten dauern, dann ist dieses Video auch schon zu Ende und die richtigen Episoden releasen dann eben danach. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich wollte doch zu Formel 1 World spielen. Alles klar, da war ich ja ungefähr. Wir werden uns ein Grand Prix zusammenstellen mit schönen Einstellungen und vor allem mit all meinen Lieblingskarten. 9 Stück braucht man, weil es sind noch 9 Sonntage, bis das Rennen am 2.3. dann beginnt. Interessanterweise, diesmal startet es am Samstag. Es gibt 2 Grand Prix, die nach deutscher Zeit am Samstag starten werden. Das finde ich zumindest interessant. So, welche schönen Strecken nehmen wir denn? Australien, das war früher immer der Season Opener, seit Corona nicht mehr. Aber ich würde trotzdem mal sagen, wir fangen in Australien an. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. So, Imola kommt auch noch. Müssen wir aber sehen, wann Großbritannien auch. Machen wir es vielleicht ein bisschen CO2-neutraler. Gut, was ist in der Nähe von Australien? China oder China vielleicht. Ich spreche das in beiden Varianten auf. So kann jeder sauer auf mich sein. Monaco wird es auf jeden Fall nicht. Ja, nee, mache ich nicht da. Lohnt sich's nicht zu rennen. Österreich als zweites. Im Englischen natürlich sehr verwirrend. Australia und Austria. Nehmen wir es trotzdem mal. Dann sieht es doch gut aus. Großbritannien auf die 3. Belgien auf die 4, bin ich auch zufrieden. Dann würde ich sagen, mach mal doch Frankreich. Auch eine wunderbare Strecke auf die 5, das ist zumindest in der Nähe von Belgien. Portugal bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das machen. Australien braucht man nicht nochmal. Miami würde ich auf jeden Fall mal mir vormerken und Austin, Texas auch. Spanien hat natürlich auch eine schöne Strecke, dann passt das auf die 7. Dann machen wir als 7. vielleicht den Texas Grand Prix. Japan, Suzuka ist natürlich auch eine schöne Strecke. Und natürlich Monza und Imola vergessen. Na gut, dann fliegt 1 raus. Ist Belgien? Doch, Belgien muss eigentlich schon sein. Könnt höchstens die Briten rauskicken mit ihrem Silverstone. Nee, eigentlich auch. Eine schöne Strecke. Dann Texas ist die einzige, wo ich mir nicht so ganz sicher bin. Miami. Stimmt, Las Vegas ist ja ganz neu gewesen. Dann hilft es nichts. Wir müssen Las Vegas auf jeden Fall fahren. Bin ich noch nie gefahren. Das Rennen war spektakulär dieses Jahr. So. Achso, wir haben ja eh noch 1. Dann würde ich sagen, Kanada gefällt mir eigentlich auch. So viele Strecken, die mir gefallen. Aber ich würde sagen, Monza ist Pflicht. Jetzt die Qual der Wahl. Wo wird dieser Grand Prix enden? Portugal mag ich sehr gern. Bahrain mag ich eigentlich auch. Ist vielleicht ein bisschen langweilig vom Aussehen her. Könnte natürlich es in Miami probieren. Oh, das klingt doch gut. Mach mal Las Vegas und Miami so als Grand Finale, als großes Finale. Dann bin ich fertig mit der Auswahl der neuen Rennen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Streckenauswahl. Mir gefallen sie. So, wen wählen wir? Wir wählen auf jeden Fall einen bisschen stärkeren, weil die Idee ist, bisschen stärkeres Auto, bisschen schwächere AI, sodass wir wirklich viel Action bekommen. Also das wird mehr auf Entertainment und Spaß ausgelegt sein, als auf wirklich Simulation. Deswegen zocke ich auch mit dem Controller und nicht mit dem Lenkrad. Ich würde allein, weil die so schön rot aussehen, die Ferraris nehmen. Und wen wähle ich da? Eigentlich mag ich Leclerc ein bisschen lieber als Sainz. Beide großartige Fahrer. Ich glaube, ich habe Leclerc einfach ganz gern als Teammate. Deswegen würde ich Sainz nehmen. So, jetzt noch die Einstellungen. Was machen wir denn? Zuerst mal die Wochenendstruktur.
Qualifying-Format würde ich komplett machen. Es wird kein Video zum Qualifying rauskommen. Ich qualifiziere in meiner privaten, ungefilmten, unrecordeten Zeit. Und dann haben wir nur die Rennen. Die Sessionlänge würde ich theoretisch als Formel-1-Fan würde ich die auf komplett setzen, aber ich will auch, dass die Videos nicht zu langweilig werden, wie Formel 1 eventuell mal ist, deswegen lang. Das heißt, die Rennen sind 50% der originalen Renndistanz. Genau, das passt meiner Meinung nach. Regeln und Flaggen. Regeln und Flaggen sind an. Stränge für das Schneiden von Kurven machen wir regulär. Boxenstopp immersiv, Safety Car bisschen erhöht, Safety Car Stil immersiv, Einführungsrunde auf jeden Fall an, rote Flaggen Standard, wirkt sich auf Lizenzlevel aus, ist uns egal, lass mal aus. Simulationseinstellung, was braucht man denn? Rettungsmodus, ganz wichtig, keinen. Also es gibt ja bei vielen Rennspielen oder inzwischen bei allen die Möglichkeit, sich zurücksetzen zu lassen, wenn man ein bisschen Mist gebaut hat. Den würde ich allein, um mich ein bisschen anzuspornen, einfach auslassen. Das heißt, wenn ich irgendwo gegenfahre, Reifenschaden oder so kriege und nicht mehr weitermachen kann, dann sind die Rennen für mich vorbei. Also das ist meine Herausforderung. Die Oberflächenart wahrscheinlich der Reifen oder auch der Strecke realistisch, wenig Treibstoff schwer, Rennstarts manuell, Reifentemperatur, Oberfläche und Innen passt, Reifensimulation Boxengasse von mir aus an. Auswirkung von Autoschaden, das stellen wir auf Simulation, das heißt tatsächlich, wenn man eine leichte Berührung in Anführungszeichen hat, geht schon ordentlich was kaputt am Auto. So. Das passt meiner Ansicht nach auch. Wochenendstruktur haben wir ja schon, damit haben wir angefangen. Schwierigkeit, theoretisch ganz schwierig. Also teilweise muss man es in dem Formel 1 Spiel seit Jahren eigentlich pro Strecke anpassen. In meinen, zumindest in Formel 1 2021 und 2022 bin ich auch so 80 bis 90 gefahren. Jetzt würde ich es einfach mal als auf 65 stellen, weil es geht eben darum, ein bisschen Spannung zu haben und das heißt, über das Qualifying-Format kann ich entscheiden, ungefähr wo ich rauskomme. Das heißt, ich würde eher weiter hinten starten und dann eben das Feld schön überholen oder eben auch nicht, je nachdem wie es klappt. Des Weiteren hatte ich zumindest, als ich zum Release das Spiel gespielt habe, ein bisschen das Gefühl, dass die Schwierigkeit so getweakt wurde, dass 80 jetzt schon echt anspruchsvoll ist. Vor allem, ich spiele mit einem Controller, das ist, ich denke, das hat sich in dem Test als ganz spannend erwiesen. Ich würde einfach das nehmen. Fahrhilfen. Fahrtalent ist benutzerdefiniert. Lenkassistent natürlich aus, Bremsassistent aus, Anti-Blockiersystem lassen wir an. Das kriege ich mit dem Controller nicht gescheit hin. Traktionskontrolle unbedingt komplett, sonst bin ich nur am Sliden. Die Ideallinie zeige ich aber nur in den Kurven an. Die muss nicht hochvisuell sein, also dass es irgendwie Neonfarben hat, die dann also leuchtet deutlich stärker. Getriebe, Automatik, wie gesagt, Controller, da möchte ich auch nicht schalten. ERS-Hilfe aus, DRS-Hilfe aus, der Rest passt. Gut, Wetter und Tageszeit, nicht viel zu machen. Dynamisch, realistisch, Genauigkeit bei Vorhersagen, relativ genau. Das sieht doch gut aus. Steuerung braucht man nicht. Accessibility, Zugänglichkeitsoption braucht man auch nicht. Und Audioeinstellungen ist eigentlich auch alles. Passt. Ja. Dann würde ich sagen, Event starten. Und damit endet natürlich auch das Video hier. Wie gesagt, das war die Vorbereitung. Sonntag am 31.12. geht es um 14 Uhr los. Da wird Runde 1 von 9 erscheinen. Genau.